So, jetzt stehe ich hier mit Matthias Meder von Prospective Media. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Matthias, du bist hier das zweite Mal, richtig? Genau. Und ich habe gehört, vorgestern gab es hier eine Vernissage in eurem Büro hier in Berlin. Richtig. Was war denn der Grund dafür? Der Grund war das neue Buch von Jörg Buckmann, Frechmut im Personalmarketing. Ah. Und wir haben uns gedacht, da viele Deutsche auch darüber geschrieben haben oder drin geschrieben haben, machen wir eine Vernissage hier in Berlin, gleich vor dem Barcamp, sind sowieso alle da. Und das hat sich dann zu so einem kleinen Pre-Opening Barcamp entwickelt. Ganz tolle Atmosphäre, gute Gespräche und hat Spaß gemacht. Und wie gefällt es dir denn bis jetzt? Also du bist das zweite Mal da, vielleicht, was hat sich denn verändert zum letzten Mal? Ja, das letzte Mal war so in einem Open Space Büro, das ganze Barcamp, und das war etwas grooviger, sage ich mal, etwas offener, unkomplizierter. Und schon ein bisschen etablierter jetzt? Ja, schon etwas High Class, kann man fast sagen. Also man getraust sich schon fast nicht mehr mit den Turnschuhen hierher zu kommen, aber ich glaube, genau von dem lebt es dann schlussendlich auch. Aber es macht Spaß, die Leute sind immer noch die gleichen, hat gute Gespräche und macht wirklich Spaß. Was ist denn so ein Thema, was dich gerade so umtreibt und was vielleicht auch hier diskutiert wurde? Also ich hatte zusammen mit Dominik Hahn von der Allianz eine Session zum Thema Mobile Recruiting. Ist in der Schweiz ein brandheißes Thema, weil halt die mobile Nutzung extrem hoch ist, das mobile Surfen. Und da haben wir eine Session dazu gemacht. Und zwar wollten wir aufzeigen, welche Erfahrungen hat die Allianz schon gemacht, welche Erfahrungen haben wir mit unseren Kunden gemacht, um Feedback zu bekommen, was denken denn die Leute sonst noch so über dieses Thema nach. Weil wir wissen auch noch nicht alles, wir sind auch noch mal ausprobieren und wollten vor allem Inputs, dass wir das Thema weiterentwickeln können, weil es wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Aber wird es dann wirklich von der Zielgruppe angenommen? Meine Erfahrung ist ein bisschen, dass die jungen Leute gar nicht so offen sind dafür. Ja, es kommt darauf an, das haben wir gestern auch versucht herauszufinden, was ist Mobile Recruiting? Also was versteht man darunter? Viele verstehen darunter, ich bewerbe mich mobil. Aber ich glaube, das ist nicht das, auf das wir raus wollen, sondern die Suche nach Stellen oder Stelleninseraten wird mobile sein. Der Bewerbungsweg oder die Bewerbung, die wird noch traditionell abgefasst. Vermutlich auch in den nächsten Jahren. Aber was mache ich, dass ich an die Zielgruppe rankomme, dass wenn jemand mit einem Smartphone die Stelle anschaut, dass er sich überhaupt bewerben kann? Das ist die große Herausforderung. Oder wenigstens das Inserat anschauen kann. Und um das haben wir diskutiert. Und in der Schweiz, bei jobs.ch, das ist der Marktführer in der Schweiz von den Stellenbörsen, ist der Mobile-Aufruf bei 40%. Also mehr als jeder Dritte schaut die Stellenanzeige mobil an. Und da muss man reagieren. Wie sieht es auf Seiten der Personaler aus? Hast du das Gefühl, die sind da auch mittlerweile offen für? Oder gibt es noch viele Vorurteile? Es gibt sehr viele Vorurteile. Eben, die meisten denken, oh, jetzt bekomme ich eine mobile Bewerbung. Und das ist sicher noch nicht so, da sind wir sicher noch nicht so weit. Aber es ist eine rein technische Angelegenheit. Technisch ist es gelöst. Und die Personaler müssen sich früher oder später mit dem Thema beschäftigen. Nämlich denn, wenn Kommunikation kommt und sagt, juhui, wir haben eine neue Webseite und die ist im Responsive Design oder die ist mobile optimiert. Und übrigens, ihr von HR solltet eure Seite auch noch mobile optimieren. Und dann muss ich was machen, ob ich will oder nicht. Und da muss ich bereit sein. Okay, dann vielen Dank und noch viel Spaß hier. Ja, danke auch, viel Spaß euch.